Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Das Thema ist Go Crazy. Mein Name ist Michael Stapelberg, für die, die mich nicht kennen. Zur Agenda. Ich habe mir Mühe gegeben, die Slides zu kürzen, sodass es in 30 Minuten durchgeht. Ich habe gehört, das ist hier so ein heißes Thema. Wir werden zuerst mal motivieren, warum ich das Projekt überhaupt angefangen habe. Dann werde ich eine Übersicht darüber geben, wie es funktioniert mit einer Demo, damit die Leute, die sich unter den vielen Worten nichts vorstellen können, auch das einfach mal sehen können. Ich habe hier so einen Raspberry Pi dabei. Dann werde ich auf die Hardware eingehen, die unterstützt wird, auf Partitionen, Dateisysteme und deren Updates, also das ganze Low-Level-Zeug, was man da so braucht, Firmware-Kernel und deren Updates, und dann werde ich ein paar Anwendungsfälle vorstellen, also wofür man dieses ganze Projekt eigentlich tatsächlich auch verwenden kann, wenn man nicht so viele eigene Ideen hat. Und dann haben wir noch Zeit für Fragen und Antworten. Die Motivation ist folgende. 2012 habe ich im Hackerspace Raumzeitlabor an dem Hausbus-Projekt gearbeitet. Und das war also ein Projekt mit so RS-485 Verkabelung und sowas, das ist quasi wie serielle Schnittstelle, nur mit längeren Kabeln und sowas. Und da haben wir so Mikrocontroller programmiert, die dann irgendwie Geräte miteinander verbunden haben, so Kassen und Soundsysteme und so WLAN-Router und so Zeug, was wir halt, wie wir es hier am Chaos-Treff auch haben, nur mit einem größeren Space und so. Und es war unfassbar frickelig und hat ewig gedauert und hat am Ende dann doch nicht funktioniert, weil so Sachen in C zu programmieren ist halt, auch wenn man in C geübt ist, ein schwieriges Unterfangen. Und im 2012 kam dann allerdings der Raspberry Pi raus. Und das ist eben für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, so ein kleiner sogenannter Single-Board-Computer, also einfach so eine Platine und da ist so ein Prozessor drauf. Und auf dem kann man dann Sachen laufen lassen, zum Beispiel Linux und Anwendungen. Also kann man fortan Hardware-Sachen nicht mehr nur auf Mikrocontrollern machen, sondern auch in der Hochsprache programmieren. Und das hat mir sehr gefallen und deswegen habe ich dann für mich den Beschluss gefasst, ich mache Automatisierung grundsätzlich nur noch in Hochsprachen. Und zwar auf Basis von Raspberry Pis. Ich habe dann mich entschieden, einen Read-Only-Image zu erstellen für den Raspberry Pi. Die Erfahrung, die wir gemacht hatten, war, dass in Embedded Devices das erste Bauteil, was kaputt geht, das Speichermedium ist, sowas wie eine CF-Karte oder eine SD-Karte oder so, weil wenn man da einfach die ganze Zeit draufschreibt, dafür sind die nicht gedacht und nach einem Jahr oder so geben die dann den Geist auf. Und deswegen war die Idee, naja, dann machen wir es einfach so, dass der von der Karte immer nur liest und nie was draufschreibt und dann geht sie nicht kaputt. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ich habe dann so ein kleines Skript gebaut und das hat so einen Read-Only-Image rausgespuckt, das kann man dann auf den Pi übertragen. Und dann habe ich also so einen Image gemacht in 2013 und 2017 hatte ich das immer noch im Einsatz. Das war deswegen so, weil die Updates halt größere Blöcke Zeit erfordert haben. Man muss also nicht nur ein neues Image vorbereiten, sondern wenn man das Image vorbereiten will, stellt man fest, oh, alle Sachen haben sich geändert. So. Die alten Debian-Mirrors, die man benutzt hat, um irgendwie speziell für Embedded Cross-Compile-Pakete zu bekommen, gibt's nicht mehr, das heißt jetzt alles anders. Das Init-System wurde umgestellt zwischendrin oder lauter so Sachen. Ja. Das heißt, man braucht irgendwie stundenlang, um ein neues Image überhaupt zu erstellen, dann muss man das testen, dann merkt man hinterher, oh, Sachen gehen jetzt nicht mehr und so. Und seit ich also Vollzeit arbeite, habe ich diese Zeit einfach nicht mehr, das so zu machen. Oder es war einfach zu demotivierend, das zu machen. Und dann habe ich also dieses Image 4 Jahre lang verwendet, weil tut ja. Aber das Problem ist natürlich, da sammeln sich dann über 4 Jahre auch die Sicherheitslücken an. Und das ist natürlich ein schlechter Zustand, zu Hause irgendwie Geräte wissentlich laufen zu haben, die irgendwie 4 Jahre veraltet sind. Siehe auch diese ganze Internet-of-Shit-Debatte und sowas. Die Leitfragen, die ich mir also gestellt habe zu Beginn dieses Projekts, waren: Erstens, kann man die Angriffsfläche von so einem Raspberry Pi stark reduzieren? Kann man also nur das drauf laufen lassen, was man eigentlich drauf laufen lassen will und nicht auch noch irgendwie Busybox und Image Magic und so? Image Magic hat kürzlich jemand in einem Vortrag bezeichnet als eine Sammlung von Sicherheitslücken, die zufällig auch Bilder verarbeitet. Die zweite Frage war, kann man Updates komplett automatisieren? Weil ich ja offenbar nicht dazu komme und keine Zeit habe, Updates zu machen, kann man das einfach komplett automatisch machen? Und drittens, kann man die Einrichtung von so einem Raspberry Pi drastisch vereinfachen? Also wenn man Projekte veröffentlicht für den Raspberry Pi, muss man dann nicht immer irgendwie so seitenlange Readmes schreiben, wie man da jetzt so eine Installation drauf tut und dann irgendwie 50 Sachen anstellen muss und sowas, sondern kann man das einfach haben. Die Antwort darauf oder das Projekt, was daraus entstanden ist, nennt sich Go Crazy. In einem Satz ist es ein Projekt, um in Go geschriebene Programme auf Raspberry Pis zu betreiben. Das impliziert, dass wir ein simples Init-System in Go implementiert haben, weil auf dem Raspberry Pi läuft eben Linux und dann braucht man ein Init-System und es ging bei dem Projekt darum, alles in Go zu machen, also haben wir ein Init-System in Go geschrieben.
Dieses Init-System ist stark integriert, das heißt, es hat ein Web-Interface schon drin, es hat Logging schon drin, also sowas wie irgendwie das Syslog, und es hat eben auch einen Update-Mechanismus schon drin. Den werde ich noch genauer erklären. Abgesehen von dem Init-System braucht man natürlich auch so ein bisschen Userland. Das bedeutet also NTP-Client, DHCP-Client, das war es dann aber eigentlich auch schon. Der Linux-Kernel macht dann nämlich den Rest. Also zum Beispiel für IPv6-Adressierung muss man gar nichts weitermachen, das macht der Kernel einfach alles automatisch. So, jetzt kommen wir auch schon zum Demo-Teil. Was ich vorbereitet habe, ist ein lokaler DHCP-Server, um quasi das Netz bei mir zu Hause zu simulieren. Ich werde ein Tool verwenden, das nennt sich GoCrazyPacker. Das packt quasi eine Anwendung auf so eine SD-Karte und dann werden wir den Boot via serieller Konsole verifizieren und kurz in das Webinterface schauen. So, ich habe einen SD-Card-Reader, den könnt ihr jetzt nicht sehen, aber der hängt hier an diesem Rechner. Und da werde ich jetzt mal die SD-Karte, die in diesem Pi steckt, reinstecken. Was dann passiert, ist, dass im Syslog sieht man jetzt, genau, USB-Device, bla bla bla, irgendwo sieht man dann auch, dass diese Karte kommt. Ich schau mal schnell, DevSDB sollte das sein. Okay, man sieht nicht, dass sie kommt. Ich steck das nochmal ab, die nochmal rein, das nochmal dran. Wo sind wir denn hier? Tada, okay. So, hier ist also so eine Karte. Ich habe da schon mal was draufgeschrieben, aber wir können die jetzt einfach komplett übermalen. Also ich sage einfach dev0 of gleich devsdb block size 5, count 1. So, jetzt ist da also keine Partitionstabelle mehr drauf. Wenn ich die jetzt in den Pi stecke, dann startet er nicht. So, nur damit ihr auch seht, dass diese Demo vollständig live ist. So, jetzt führe ich den GoCrazyPacker aus. Und was ich ihm sage, ist minus override devsdb, das war so das Device-Node von der Karte, und dann gebe ich ihm den Namen von einem Go-Programm an. Und was das Programm macht, ist nichts weiter als Hello World ausgeben. So, ich starte das jetzt, er sagt Installing. Was er jetzt im Hintergrund macht, ist, er cross-compiled das Programm für den Raspberry Pi. Dann sagt er, er partitioniert die Karte und so weiter, schreibt ein Boot-File-System, ein Root-Dateisystem, sagt dann, hey, wenn du da auch noch persistente Daten speichern willst und nicht nur Read-Only, dann musst du da auch noch ein persistentes Dateisystem erzeugen. Und dann gibt er mir hier so eine URL und unter dieser URL kann ich dann das Webinterface erreichen. So, wir können nochmal uns das FDisk anschauen. Jetzt sehen wir wieder hier, okay, Partitionstabelle ist da. Was wir jetzt machen, ist zum einen die Karte wieder in den Pi zu stecken. Und ich habe hier so einen USB-to-Serial angeschlossen. Mit dem werden wir jetzt gleich sehen, ob er tatsächlich auch startet und die Bootmeldungen ausgibt, wenn ich ihm hier Strom gebe. Der Bootloader lädt dann zuerst den Kernel von der Karte und hier kommen dann auch schon die Bootmeldungen. So sieht es also aus, wenn man einen Linux-Kernel bootet. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und hier ist dann die Meldung Go Crazy Build Timestamp und so weiter. 2009, das ist also gerade das, was wir gerade eben zusammengebaut haben. So, wenn man jetzt hier schaut, dann sieht man, okay, der hat sich auch einen DHCP-Lease geholt. Und jetzt gehe ich hier nochmal zurück und scroll nochmal zu der URL. Und dann können wir uns das auch kurz noch im Browser anschauen. So, jetzt sind wir hier auf dem Webinterface. Man sieht jetzt hier, das ist die Version, die wir auch gerade schon im Bootlog gesehen haben. Man sieht hier, der DHCP-Client läuft, der hat sich einen Lease geholt, der NTP-Client läuft. Der startet die ganze Zeit neu, weil ich hier kein Routing auf meinem Rechner habe. Deswegen kriegt der halt kein NTP aus dem Internet. Und das Hello-Programm läuft. Und das gibt einfach die ganze Zeit Hello World aus. Und man sieht halt auch, dass GoCrazy das einfach immer wieder neu startet. Das heißt, die Idee ist, dass man Programme darauf laufen lässt, die einfach die ganze Zeit immer laufen sollen. Hier in dem Memory sieht man, wie viel Speicher auf dem Gerät wofür eigentlich gerade drauf geht. Also man sieht zum Beispiel, Init benutzt derzeit den meisten Speicher, deswegen die ganzen Logmeldungen. DHCP und NTP-Client sind relativ schmal und das meiste ist eigentlich frei. Dann sieht man noch, unter welchen Netzadressen er verfügbar ist und wie es mit der Storage aussieht. Hier haben wir jetzt einfach ein Dateisystem, wo gerade mal 0,1 GB verbraucht sind. Der Rest könnten wir benutzen. Gut, das also zur Demo. Und jetzt noch mehr zum Projekt selber. Die unterstützte Hardware ist exakt der Raspberry Pi 3. Kein anderer, vor allem nicht der Raspberry Pi 0W oder 2, oder kein anderer, nur der Raspberry Pi 3. Warum? Weil das die erste Version ist von der ganzen Raspberry Pi Serie, die vom Upstream Linux Kernel unterstützt wird. Das heißt, wir können einfach auf kernel.org gehen, uns einen Tarball nehmen und den kompilieren und dann läuft es auf dem Pi. Das ist bei keinem anderen Pi der Fall. Alle anderen brauchen einen eigenen Kernel-Tree mit eigenen Patches, den die Raspberry Pi Foundation vorbereitet hat. Das fand ich deswegen schlecht, weil ich dann einen Mittelmann habe in den Security-Updates und ich möchte ja, dass ich quasi den Linux-Kernel mit all seinen Security-Patches direkt auf meinem Gerät laufen lassen kann.
Außerdem hat dieses Pi-Modell einen Ethernet-Port und derzeit kann GoCrazy noch kein Wi-Fi. Da gibt es ein Issue dafür, aber ich bin noch nicht überzeugt, wie viel Wi-Fi oder ob wir überhaupt Wi-Fi können wollen. Ein anderes Argument für den relativ schmalen Hardware-Support ist, dass wir die Testmatrix möglichst klein halten wollen. Und das versteht ihr gleich auch noch in mehr Ausführlichkeit, wenn ihr euch anschaut, wie die Tests funktionieren. Also quasi, wenn jemand mir Änderungen schickt und so, dann möchte ich das nicht erst auf 5 verschiedenen Pis durchtesten müssen, sondern ich will das auf einem Pi testen können. Dann kann man es nämlich auch automatisieren und ich muss nicht irgendwie einen Cluster von 50 Pis zu Hause haben. So, schauen wir uns kurz an, wie Software auf den Pi kommt. Ich habe gerade schon gezeigt, eine SD-Karte braucht man und da ist eine Partition Table drauf. Das ist genau genommen eine MS-DOS Partition Table, noch keine GPT. Und als erste Partition erwartet der Raspberry Pi immer ein FAT-Dateisystem. Da kann man nichts machen, das muss ein FAT sein. Und auf diesem Dateisystem sucht er sich die Firmware und den Kernel. Das lädt er dann in den Speicher und dann geht's los. Ab dann kann man auch andere Dateisysteme benutzen. Wie das also ablaufen würde unter einem normalen Linux-System, ist hier auf der Folie erklärt. Man macht also einen FDisk, um die SD-Karte zu partitionieren. Dann erzeugt man ein FAT-Dateisystem, dann mountet man das, dann kopiert man alle Dateien, die man halt so braucht. Irgendwie so das Init-System, das Hello World vielleicht und den Linux-Kernel und die Firmware auf die SD-Karte und dann unmountet man das. Das war auch tatsächlich eines der ersten Prototypen, den wir gemacht haben. Und da haben wir gesehen, ah, das funktioniert so, das ist ja schön. Also man kann quasi direkt ein Go-Programm, wenn man es ohne C-Libraries kompiliert, kann man direkt auf dem Raspberry Pi ausführen. Man braucht noch nicht mal ein Init-System streng genommen. So, jetzt ist es allerdings so, dass FDisk, MKFS und diese ganzen anderen Tools relativ unbequem zu automatisieren sind. Also die Schnittstellen sind ad hoc definiert, wenn überhaupt. Und Cleanups sind manchmal hakelig. Also es ist mehr als einmal mir vorgekommen, dass ich, wenn ich irgendwie so mit Loopmounts arbeite, sich das so verhängt, dass ich danach meinen Rechner neu starten musste, damit ich diese Dateisysteme wieder wegkriege. Außerdem brauchen diese Tools alle Root-Rechte, das heißt, das macht es halt schwieriger, ja, kann man nicht so schön privilege-separated als User einfach ausführen. Auf manchen Betriebssystemen gibt es die gar nicht. macOS zum Beispiel kommt mit einem FDisk, was keine MS-DOS-Partition erstellen kann. Und zu guter Letzt sind die auch alle nicht in Go geschrieben. Die Konsequenz daraus ist, dass wir eine eigene Implementation haben. Der Code ist hier verlinkt. Ich habe es für diesen Vortrag rausgenommen. Aber ihr könnt euch das mal anschauen. Eine Partitionstabelle zu erstellen ist echt nicht so schwer. Im Wesentlichen muss man 16 Bytes in der richtigen Reihenfolge auf diese Karte malen. Und FDisk ist mit Abstand das komplizierteste Programm, was ich je gesehen habe, um 16 Bytes auszuspucken. FAT-Dateisystem ist auch gar nicht so schwer. Das könnt ihr euch gerne on detail anschauen oder mich einfach nachher fragen. Da erzähle ich da gerne mehr zu. Wie funktioniert das mit den Updates? Ein Ziel war ja, dass wir die Updates automatisch machen. Auf dieser SD-Karte sind 4 Partitionen. Und zwar die erste enthält die ganzen Boot-Daten, also Kernel und Firmware, wie gesagt, das braucht eben der Bootloader. Dann gibt es die zweite und dritte, die enthalten jeweils ein Root-Dateisystem. Diese beiden Partitionen werden über einen AB-Mechanismus verwendet, also es ist immer nur eine aktiv und die andere ist quasi die neue Version. Das heißt, wenn ich gerade von der Root 2 boote, dann wird bei einem Update auf die Root 3 geschrieben und dann wird in die Root 3 gebootet und wieder umgedreht. Es wechselt also immer hin und her. Das ist deswegen nötig, weil wohingegen das Boot-Dateisystem komplett in den Speicher eingelesen wird und dann nicht mehr benutzt wird, wird das Root-Dateisystem nach wie vor die ganze Zeit verwendet. Das heißt, wir können nicht einfach da die Sachen übermalen und dann kann vielleicht der Kernel die Daten nicht mehr nachlesen oder so. Das wäre schlecht. Die vierte verbleibende Partition ist für den Rest gedacht. Da kann man einfach persistente Daten ablegen. Da könnte man zum Beispiel ein X4-Dateisystem nehmen oder ButterFS oder was auch immer man für Dateisysteme hat, die der Linux-Kernel unterstützt. Für diesen AB-Mechanismus brauchen wir also nicht nur eine FAT-Dateisystem-Implementation, die schreiben kann, sondern auch eine, die lesen kann. Das heißt, wir haben auch einen ganz kleinen FAT16B-Reader, der einfach den Ort von der Command-Line-TXT zurückgibt, damit wir da sagen können, nee, benutze jetzt die andere Root-Partition. So, die Firmware, wo kommt die eigentlich her? Gespeichert wird die Firmware in einem GitHub-Repository namens Firmware. Und was sich da drin befindet, sind einfach die Dateien boot/ und dann alle 11 bin und dat-Dateien von dem Raspberry Pi Firmware-Repository. Das ist leider closed source, da gibt es eine freie Implementation, die in Arbeit ist, aber die ist noch nicht fertig. Was die freie Implementation noch nicht kann, sind unter anderem USB, DMA und Ethernet, alles Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Und deswegen müssen wir leider einfach diese Binary-Blobs von der Raspberry Pi Foundation kopieren und das machen wir auch so. Der Kernel lebt in einem Repository, was wenig überraschend Kernel heißt. Da gibt es ein Build-Programm, welches natürlich in Go geschrieben wurde, also nicht irgendwie so ein Shell-Skript oder so, sondern alles in diesem Projekt ist in Go geschrieben, jedes einzelne Tool. Und dieses Build-Programm baut den Kernel reproduzierbar für die ARM64-Architektur.
Das ist das, was der Raspberry Pi verwendet. Damit dieser Build reproduzierbar ist und auf Continuous Integration Systemen gut funktioniert und auch überall einfach gemacht werden kann, läuft das in einem Docker-Container. Und was in diesem Docker-Container passiert, ist nichts weiter als ein Debian Stretch wird genommen. Das ist die aktuelle Debian-Version, die bald released wird hoffentlich. Und da wird einfach das Cross-Build Essential ARM64-Paket installiert. Das liefert einem eine komplette Bildumgebung für ARM64. Also wenn irgendjemand von euch cross-compiled, in anderen Anwendungsfällen auch, dann wollt ihr euch auf jeden Fall diese neuen Debian-Pakete anschauen. Die machen echt alles sehr viel einfacher. Das Resultat von diesem ganzen Prozess ist, wir kriegen eine VM-Linux-Datei, das ist das Kernel-Abbild. Wir kriegen eine rp3b.dtb, das ist ein Device-Tree, das ist quasi wie eine Konfigurationsdatei für den Kernel. Und was wir nicht kriegen, ist eine init.rd, einfach weil wir sie nicht brauchen. Wir könnten eine haben, aber ich habe nicht gesehen, warum, deswegen habe ich es nicht gemacht. Wie funktioniert jetzt dieser ganze Update-Mechanismus? Wir haben auf Travis, das ist so ein Continuous Integration System, also so ein System, mit dem man Pull-Requests testen kann und Sachen periodisch machen kann, haben wir Cronjobs installiert, nämlich zwei Stück, die sind hier auch auf den Folien verlinkt. Und was die einfach machen ist, die schauen, gibt es eine neue Upstream-Version, also beim Kernel schauen die einfach, gibt es einen neueren Kernel. Bei dem Firmware-Repository schauen die einfach, gibt es neuere Dateien in diesem Git. Und falls ja, machen die einen Pull-Request auf, indem sie die neue Upstream-Version quasi reinziehen, weil die Upstream-Version jeweils in den Build-Programm drin festgehalten ist und die aktualisieren das einfach. Und in dieser Pull-Request wird dann wiederum auch von Travis aufgegabelt und Travis baut dann einmal das Repository durch. Das heißt, im Falle von Firmware downloadet es die Firmware-Dateien, im Falle von Kernel baut es den Kernel. Das Resultat davon wird dann in den Pull-Request wieder eingearbeitet und die Änderung an dem Pull-Request triggert dann nochmal einen neuen Travis-Run. Wir sind also beim dritten Travis-Run in Folge und was er da dann macht ist, er geht her und sendet das gebaute Image, also er baut ein Image und sendet das nach Hause zu mir auf einen Raspberry Pi, der quasi als permanente Opfergabe dort läuft. Und wenn der dann nach einem Reboot nochmal hochkommt und auf der seriellen Konsole erreichbar ist, dann war das Successful Test. Und wenn nicht, dann muss ich den wohl fixen und das war kein gutes Update. Und dann wird es nicht eingespielt. Aber sofern der Test eben erfolgreich ist, dann wird automatisch der Pull-Request gemerged. Das Schöne an dieser ganzen Maschinerie ist, dass die genauso funktioniert, wie ich manuell auch updaten würde. Ja, also es sind genau die gleichen Schritte. Das heißt, man kann sehr einfach nachverfolgen, was passiert da eigentlich und wo ist jetzt was schiefgegangen, wenn denn da was schief geht. Als Zusammenfassung, die ursprünglichen Fragen können wir wie folgt beantworten. Die Angriffsfläche von einem typischen Projekt ist stark reduziert worden. Wir haben nur noch 4 Komponenten, die auf diesem Raspberry Pi laufen und natürlich die eigenen Anwendungen, die man halt so draufpackt. Alles ist in Go geschrieben, das heißt eine speichersichere Sprache, nicht mehr so viele Sicherheitslücken. Die Updates funktionieren komplett automatisch. Man hat nur noch einen Befehl für die Installation auf der SD-Karte. Ich habe es ja vorhin in der Demo gezeigt. Also ihr habt eine leere SD-Karte, ein Befehl, zack, fertig. Man kann mit diesem einen Befehl nicht nur SD-Karten direkt beschreiben, sondern auch Images erstellen, wenn man die auch archivieren möchte oder direkt übers Netz updaten. Jetzt stelle ich noch ein paar Anwendungsfälle vor und dann haben wir Zeit für Fragen und Antworten. Ein Anwendungsfall, den ich habe, ist Medienautomatisierung. Es gibt ein Programm, was ich geschrieben habe, das heißt AVR X1100W. Unter diesem griffigen Namen verbirgt sich ein AV-Receiver, den ich zu Hause stehen habe. Und was das Programm macht, ist, es schaut nach, welche Medienquellen eigentlich gerade aktiv sind in meinem Netz, also Computer, Chromecast, lauter so Sachen, und schaltet dann den AV-Receiver passend um. Also schaltet ihn ein und stellt den Kanal um und stellt die Lautstärke passend auf den Pegel und solche Sachen. Das ist ganz ähnlich wie der HDMI-CEC-Standard, aber funktioniert eben auch für Geräte, die über ganz andere Signalwege, zum Beispiel über Toslink, funktionieren. Außerdem kann man natürlich beliebige Logik reinpacken, also sowas wie, wenn mein Bildschirm gesperrt ist, dann bin ich wahrscheinlich nicht zu Hause und so Sachen. Ja. Das zweite, was ich drauf laufen habe, ist Hausautomatisierung. Ich habe ein Repository namens HMGo, das steht für Homematic. Und Homematic ist so ein Hausautomatisierungssystem, die bieten an so Heizkörpersteuerung und Temperatursensoren und lauter so Sachen. Das funktioniert über so ein Funkprotokoll, das ist ganz ähnlich wie Zigbee, also auf den gleichen Frequenzen und so, aber die benutzen ein eigenes proprietäres Protokoll. Die Geräte wurden mir damals empfohlen und die Leute meinten, ja, kauf dir die, das funktioniert einfach. Und da haben sie auch recht, die Hardware funktioniert schon einfach, aber die Software, die da mitkommt auf dieser Homematic Central Control Unit, ist total grützige Software. Also es ist wirklich ein Graus, die zu benutzen. Nicht nur sieht sie schrecklich aus, sondern sie ist auch furchtbar langsam. Also es ist literally nach einem Mausklick auf einen Button wartet man irgendwie 5 Sekunden ohne Progress Indicator, dass irgendwas passiert. Und das liegt halt wirklich an dieser Software und nicht daran, dass die Geräte an sich langsam sind.
Jetzt könnte man sagen, okay, stell dich nicht so an, du musst irgendwie deine Heizung nur einmal anstellen, so, was soll das? Aber das Problem ist, ich wollte diese Daten dann auch irgendwie extrahieren, damit ich sie halt in einem angenehmen Monitoring-System habe. Und dabei stellt sich heraus, selbst wenn man dieses Central Control Unit nur abfragt, also nur lesend abfragt, dann stirbt die irgendwie alle 2 Wochen oder so. Und die stirbt deswegen, und man kann das rausfinden, weil man sich in diese Central Control Unit auch rein SSH'en kann, die stirbt deswegen, weil der ganze Stack von denen in Java implementiert ist und irgendwann ist halt kein Speicher mehr da, weil da halt irgendwie Speicherlecks drin sind oder so. Und dann kommt der Umkiller vorbei und dann ist aus mit Daten abgreifen. Ich habe dann zuerst einen Watchdog implementiert, der halt dieses Ding einfach neu startet jedes Mal, wenn der Prozess wieder stirbt. Das geht, aber schöner war es dann halt doch, das irgendwie neu zu implementieren. Tatsächlich gibt es nicht nur diese Central Control Unit, sondern die verkaufen auch so ein kleines Modul, was man sich auf den Raspberry Pi draufstecken kann. Und dann dachte ich, das ist ja wie gemacht, habe ich mir das Modul gekauft und einfach nachimplementiert, was deren Stack halt macht. Also diese Protokollsachen kann man nachlesen, wie die funktionieren. Die sind natürlich nicht dokumentiert, aber es gibt 2, 3 andere Open-Source-Implementationen und ich habe das einfach alles nachgebaut. In meinem Projekt gibt es im Vergleich zu anderen Heimautomatisierungsdingern, die ich mir angeschaut habe und für schlecht befunden habe, keine Konfigurierbarkeit und kein UI und keine quasi, hier kannst du dir deinen Heizungskreislauf nachprogrammieren und zeitgesteuert selber klicken über einen Webinterface oder so ein Kram, sondern das ist quasi hardcoded. Also ich habe einfach mir die minimalen APIs gebaut, die man so braucht, um diese Hardware direkt anzusprechen und dann habe ich einfach ein kleines Go-Programm, welches halt sagt, hier sind folgende Geräte, hier ist folgender Schedule, greif mal alle Daten ab. Das ist also quasi gescriptet in Go, sag ich mal. Das ganze Monitoring und die Auswertung funktioniert über Prometheus. Wer Prometheus sich noch nicht angeschaut hat, sollte das tun. Gibt, glaube ich, auch Vorträge dazu. Und Grafana ist das Dashboard hier, was man auf dem Screenshot auf der Folie sieht. Und da sieht man also irgendwie die Geräte, wann die sich zuletzt gemeldet haben, wie der Batteriestand ist und die ganzen Sensorenwerte, so Feuchtigkeit und Temperatur und sowas. Dann habe ich ein Backup-Programm, das nennt sich Dornröschen, weil es dauernd Sachen aufweckt. Es weckt Rechner auf und Network-Storages und so. Und zwar immer, wenn ich halt zur Arbeit gehe, dann macht er über Wake-on-LAN die Rechner an und die Network-Storages an und triggert dann über SSH einen Backup über AirSync, was dann auf dem jeweiligen Host läuft. Das ist kein so super spannendes Programm und das war auch relativ schnell portiert. Ein deutlich spannenderes Programm und deutlich komplizierter zu portieren ist der letzte Anwendungsfall und der heißt Scan-to-Drive. Das ist ein Programm, welches einen Dokumentenscanner benutzt, genau genommen den Fujitsu ScanSnap EX500. Das ist ein Durchzugscanner. Das heißt, wenn man einen Brief bekommt, dann kann man den da einfach so reinlegen und da drückt man einen Knopf und dann scannt das die Sachen ein. Und das Endresultat ist, dass die Dokumente auf Google Drive hochgeladen werden in einem PDF. Und das ist schön, weil Google Drive dann Volltextsuche implementiert. Das heißt, man kann jederzeit von überall einfach irgendwie sowas eingeben wie, keine Ahnung, Krankenversicherung, Rechnung und dann findet man die. Und kann die direkt benutzen, das ist super. Der Punkt ist jetzt könnte man sich fragen, okay, warum hast denn du das selber geschrieben, weil dieser Scanner kommt doch mit Cloud-Anbindung, ist doch voll toll. Und die Antwort ist, der kommt mit Cloud-Anbindung, aber das bedeutet bei Fujitsu, dass man sich eine App installieren muss, entweder auf seinem PC oder auf sein Handy und man muss jedes Mal mit dieser App scannen, statt auf den Scanner-Knopf zu drücken. Und dann lädt das irgendwie an so einen Fujitsu-Service deine Sachen hoch und schickt es von dort aus an die Google Cloud weiter. Und jetzt vertraue ich der Google Cloud einigermaßen, aber der Fujitsu Cloud nicht. Nicht nur, dass die vielleicht in ein paar Jahren einfach nicht mehr da ist und nicht mehr funktioniert, sondern auch keine Ahnung, was da mit meinen Daten passiert. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte was direkt auf Google Drive hochlädt und wo ich direkt die Kontrolle darüber habe. Das könnt ihr euch also mal anschauen. Ich kann da auch gerne noch mehr dazu erklären, wie die Portierung da lief. Das war vorher ein furchtbar komplizierter Stack an C-Programmen und Ruby und C++ und so. Das läuft jetzt alles in Go. Schön. Und jetzt bin ich deutlich unter den 30 Minuten und wir haben noch einiges an Zeit für Fragen. Wenn ihr mehr Infos wollt, gocrazy.org oder mich einfach anhauen. Fragen? Ja. Das heißt, jedes in Go geschriebene Programm läuft dann relativ einfach auf dem gocrazy drauf. Genau, also die Frage war, läuft jedes in Go geschriebene Programm? Und die Antwort ist ja, sofern es in Go geschrieben ist und nicht zum Beispiel noch C-Libraries einbindet. Weil dann bräuchte man halt ein C-Userland und das ist nicht die Idee von dem Projekt. Das ist manchmal eine Hürde. Also zum Beispiel Sachen, die libUSB verwenden, sind von vornherein schon mal raus, weil libUSB halt in C geschrieben ist. Man muss also schon immer so ein bisschen schauen und man muss gegebenenfalls auch Sachen neu implementieren.
Aber abgesehen davon, also alle Sachen, die in Go pur geschrieben sind, laufen einwandfrei. Also ich habe auch ein paar Sachen getestet, so zum Beispiel der von Prometheus, der Node-Exporter, kannst du einfach drauf installieren, läuft. Weitere Fragen? Okay, dann später vielleicht. Danke.